Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Da vorne. Du das Licht ein. Bitte? Mach doch ein entspannteres Licht. Ja, aber das ist dann zu dunkel. Ich habe einfach da meine fette Ringleuchte, weil ich einfach kein Licht in diesem Zimmer habe. Ich starte jetzt diesen Vlog. Es ist Freitag. Wir haben es 21.34 Uhr. Wir sind gerade nach Hause gekommen. Wir waren gerade was essen, Martin und ich. Wir sind hier mit Hugo und Monty. Und ganz ehrlich, Monty genießt halt einfach sein Leben auf diesem Stuhl. Und ich werde euch jetzt was zeigen. Pass mal auf, hier ist der Blazer. Okay, Martin, ich zeig dir jetzt, was ich mir geholt habe, was du bewerten musst, okay? Okay. Ich bin mir unsicher. Okay. Leute, ihr müsst doch wissen, dass Hugo einfach Martin mehr liebt als mich. Aber es ist in Ordnung. Ist nicht so schlimm. Okay. Der hat einen Fussel zwischen seinem Fuß. Der hat einen Fussel zwischen seinem Fuß? Guck mal. Oh mein Gott, Hugo. Warum hast du einen Fussel? Weißt du, was das ist? Von seinem Spielzeug. Ich dachte mir das schon. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Okay, das funktioniert überhaupt nicht. Okay, eine Sache vorweg. Ich habe mir einfach von Alpro... Ja, lass ihn einfach. Ich habe mir von Alpro einfach Vanillemilch geholt, um die in meinen Kaffee zu machen, okay? Und jetzt ist es so, dass ich jeden Tag Bock auf mehr als einen Kaffee habe, weil es einfach so geil schmeckt. Schulz. Und jetzt habe ich einfach diese Vanillemilch. Ich habe die letzten 4 Tage oder so fast... Okay, länger. Die letzte Woche, die letzten 1,5 Wochen, die ganze Zeit neue Alpro Vanillemilch geholt, weil es einfach so lecker ist. Und jetzt trinke ich die. Einfach so. Einfach nur Vanillemilch. Und das ist so süß, aber es ist so geil. Und das wollte ich mal kurz erwähnen, weil ich einfach jetzt obsessed bin und die ganze Zeit trinke. Auf jeden Fall. Ich habe mir einen Blazer geholt von Mango, weil der die ganze Zeit, ich hatte ihn die ganze Zeit im Kopf, aber der war zu teuer. Der kostet nämlich ursprünglich 100 Euro. Und, nee, das ist mir zu viel für einen Blazer. Dann war der reduziert auf Zalando für 59 oder auf 59,99. Und da dachte ich mir, den holst du dir. Ich bin mir unsicher. Ich dachte, du hast einen Blazer geholt. Eine Bomberjacke meine ich. Ich meinte gar keinen Blazer. Ich habe eine Bomberjacke geholt, kein Blazer. Okay. Man sieht es gar nicht richtig. Warte mal hier. Okay. Man muss ganz kurz dazu sagen, ich wollte eine Bomberjacke, hallo, du musst mal kurz gucken, die oversized ist, aber ich wollte eine, die oversized ist und nicht oversized. Also die ist lang, weißt du, wie so ein Kleid, aber das wollte ich eigentlich gar nicht haben. Und wir haben noch ein Problem, die ist grün von innen. Ich hasse Farben und grün ist eine der Farben, die ich wirklich hasse. Ich mag die nicht. Du magst nicht, ne? Die ist so wie so ein Kleid, so... Also vielleicht sieht sie zu, weiß nicht, zu irgendwas cool aus, aber an sich finde ich sie... Nicht gut, ne? Und die kostet 60 Euro. Nein, werf die weg. Werf die weg, ja, ist klar. Mach ich, Martin. Ich mach die zurück. Na gut, Geld gespart, schade. Wir kommen zu meinem nächsten Problem. Was ist mein nächstes Problem, Martin? Hallo? Die Schuhe. Genau. Hier haben wir Schuhe, und zwar New Balance. Leute, wenn ich euch sage, dass ich seit über einem Jahr, Monty, seit über einem Jahr versucht habe, 550er New Balance zu bekommen, dann ist das kein Scherz. Das ist die Wahrheit, ich habe keine bekommen. Wir kommen zu diesem Schuh, okay? Ich dachte mir, Zoe, trau dich was, weil ich habe ja nie was mit Farben an und das finde ich, das zählt nicht. Das zählt nicht, weil es halt einfach nur, das ist so ein Rosa, aber so mega angenehm anzugucken. Sagen wir es mal so. Dachte ich mir, weißt du was, du bestellst den jetzt, weil der drin war. Und weil ich den irgendwie geil fand von der Farbe her. Und ich finde, den kann man auch ganz gut mit Grau kombinieren. Leute, dieser Schuh soll eine 39 sein. Ich sage dazu ganz klar nein, weil das hier ist eine 40 oder eine 41. Der ist so groß. Mein Zeh ist irgendwo da vorne beim Weißen schon fast. Ich habe eine Einlage reingemacht und dachte so, ey, vielleicht passt der dann, weil der ist halt ausverkauft. Und ich dachte, der ist cool, weil, nee, der ist einfach cool. Nee, selbst mit der Einlage funktioniert das überhaupt nicht. Der ist einfach viel zu groß. Naja, schade. Kann man ja auch sagen, ist in Ordnung, weil es sowieso rosa. Ich habe mir aber noch einen bestellt, der reinkam. Und zwar in Grau. Ich habe mir den geholt, okay? Dieser Schuh, das ist unscharf, kann es sein. Warte mal ganz kurz hier. Dieser Schuh war innerhalb von 1 Minute raus. Komm, sag mal, Martin, 1 Minute, 2? Wie viel waren es? Ich war länger drin, aber ich habe den irgendwie nicht mehr bekommen. Man hat ihn einfach nicht bekommen. Also du hast den versucht reinzumachen in den Warenkorb. Und obwohl der halt da war und du den halt in den Warenkorb packen wolltest, ist der nicht reingegangen. Dann...
habe ich einfach diesen Schuh bekommen. Und Leute, ich habe mich so gefreut, weil ich dachte, nee, heute ist mein Glückstag, ne? Hab diesen Schuh gekauft, er kommt an und er passt einfach, aber ist so eng genäht hier vorne, dass der mir so heftig wehtut, dass ich den zurückschicken muss. Und ich denke mir, das ist ein Scherz, ne? Aber so viel dazu, dass ich mich so gefreut habe und einfach beide nicht passen. Wir werden jetzt, glaube ich, ins Bett gehen. Gehen wir jetzt ins Bett? Oder nicht? Keine Ahnung. Leute, wir wollten eigentlich ins Kino, aber irgendwie, oder erst nach Hannover, aber irgendwie, das ist alles, weiß ich nicht. Schon Milch drin? Hallo. Hallo. Ist da schon ja, was drin? Ist schon was drin. Taste Test. Der schmeckt ja so sahnig. Der schmeckt geil, oder? Ja, schmeckt gut. Das ist Monty. Der auf meinem T-Shirt. Ich glaube, der hat auf meinem T-Shirt gepennt, ja. Leute, es ist einfach alles vollgeflust, weil Monty und Hugo so haaren. Und wir fahren jetzt ganz kurz nochmal zum Friseur. Ich war ja gestern beim Friseur, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Weil ich meine Sonnenbrille vergessen habe und wir die jetzt kurz abholen. Und danach fahren wir direkt weiter zum Sport. Und ich bin nicht motiviert, weil das erste Mal ist seit 2 oder 3 Wochen, dass ich wieder beim Sport bin. Weil ich ja Corona hatte und auch abgewartet habe. Und jetzt habe ich keinen Bock. Aber wir müssen trotzdem gehen und fahren jetzt auch direkt los. Und danach gehen wir noch einkaufen. Aber ich denke mal, nachdem wir vom Sport zurückgekommen sind. Und ja. Okay, wir waren jetzt beim Sport, sind noch einkaufen gewesen. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Und das ist das, was ich eingekauft habe. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich heute zu essen machen möchte, aber ich brauchte so ein paar Sachen. Vielleicht mache ich mir das hier in den Ofen. Das war letztes Mal richtig geil. Deswegen habe ich mir das wieder geholt. Ich werde jetzt meine Sachen einpacken. Also alles in den Kühlschrank und sowas alles. Dann werde ich die Spülmaschine ausräumen und den Rest wieder in die Spülmaschine packen. Und da muss ich duschen und vielleicht gehe ich dann in den Garten, weil es relativ warm draußen ist. Oder ich mache mich schon fertig. Ich weiß noch nicht, worauf ich Bock habe. Es ist 18.37 Uhr und ich habe mich gerade fertig gemacht, weil ich jetzt gleich was trinken gehe. Und Martin kommt jetzt gleich zu mir und dann bringe ich ihn ganz kurz zum Bahnhof und dann fährt er weiter und ich fahre auch weiter. Und ja, das ist so das, was gerade abgeht. Ich muss meine Wimpern jetzt noch tuschen und dann fahre ich auch schon los. Ich weiß aber nicht, was ich anziehen soll. Einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass es auf der einen Seite total schwül und warm draußen ist. Auf der anderen Seite werde ich bestimmt frieren, weil ich gestern Abend auch gefroren habe und ich friere ja immer. Heißt, ich muss überlegen, was ich jetzt anziehe. Und es wäre ganz gut, wenn ich in den nächsten 10 Minuten ein Outfit hätte, weil Martin dann kommt und ich nicht nochmal nach Hause möchte, nachdem ich ihn weggebracht habe zur Bahn. Deswegen tusche ich jetzt schnell meine Wimpern und dann werde ich entscheiden, was ich anziehe. Okay, die erste Schicht ist jetzt drauf und ich schwitze. Ich weiß nicht, wieso mir den ganzen Tag so unfassbar warm ist. Es ist nicht mal warm draußen. Ich gucke auf jeden Fall schnell, was ich anziehe. Ich glaube, ich weiß, was für ein Oberteil ich anziehe. Ich weiß aber nicht, was für eine Hose ich anziehen möchte. Ich werde es mir jetzt überlegen. By the way, ich habe mir einfach von Hollister Hosen bestellt. Man fragt sich jetzt, warum geht Zoe auf Hollister und shoppt da Hosen? Ich habe eigentlich seit 2012 nichts mehr da geholt. Und dann meinte meine Mom so, Zoe, ich habe mir eine neue Jogginghose geholt. Ich so, woher? Von Hollister. Und dann habe ich diese Hose angezogen und dachte mir so, ne, das ist die gemütlichste Jogginghose, die ich jemals anhatte. Und dann, die haben halt einen voll krassen Sale im Moment. Bin ich auf die Seite drauf, habe mir einfach 4 Jogginghosen bestellt. Und diese Hosen, also wirklich, das ist einfach der Wahnsinn. Das ist, die sind so unfassbar weich und ich werde mir jetzt keine anderen Jogginghosen mehr holen, außer welche von Hollister, aber nur im Sale, weil die sind so fucking teuer. Ganz ehrlich, gibt doch nicht. Regulär Preis sind die so 45 Euro. Ich gebe euch 45 Euro für eine Jogginghose aus. Aber ich habe mir einfach 4 Stück geholt und die waren alle bei 15 Euro, glaube ich. 15, 13, so um den Dreh.
Und die sind so absolut geil und das ist einfach nur, das ist der Wahnsinn. Ich hole jetzt immer nur von Hollister Hosen und wollte es einfach ganz kurz erwähnen, weil ich die gerade anhabe. Beziehungsweise eine von denen. Und ich finde es ganz klasse. Ich glaube, ich laufe jetzt so rum, wie ich immer rumlaufe, weil ich habe jetzt keinen Bock, mir irgendwas Krasses rauszusuchen, was ich anziehen kann. Ich ziehe mir jetzt einfach das Oberteil hier an. Das ist von Zara. Und einfach eine Hose von Gina Tricot. Das ist diese hier. Die mag ich ganz gerne. Die nervt mich aber, weil die ein bisschen zu kurz ist. Aber es ist mir scheißegal. Ich habe nämlich nichts anderes. Deswegen, also keine andere Hose, die ich jetzt anziehen möchte. Und ich möchte keine blaue Jeans anziehen. Deswegen ziehe ich jetzt diese graue an. Ziehe ich mich ganz kurz um. Und dann kommt Martin auch schon hin. Und dann fahre ich los. Und ich bin froh, dass ich jetzt innerhalb von einer Minute, zwei Minuten entschieden habe, was ich anziehe. Weil das ist immer ein großes Problem bei mir. Das ist mein Outfit. Dieses Oberteil hier. Und dann habe ich einfach diese Hose hier an. Und ich muss irgendwelche Schuhe dazu anziehen. Ich glaube, ich ziehe einfach Air Force an. Ich nehme einfach die Tasche, weil ich die immer nehme und keine gute Tasche habe. Auf jeden Fall werde ich jetzt losgehen. Ich muss jetzt noch ganz kurz den Katzen Essen geben. Und dann fahre ich auch los. Und ja, dann würde ich sagen, melde ich mich einfach morgen. Weil ich glaube, ich habe jetzt gleich nichts mehr, was ich filmen könnte. Genau, ich gehe jetzt runter, gebe den Katzen Essen. Und dann fahre ich Martin zum Bahnhof. Okay, es gab einen Outfitwechsel, weil das Oberteil irgendwie einen Fleck hat. Und das ist mein jetziges Outfit. Ich habe einfach diesen Pullover an, ich liebe den. Dann meine Zara-Hose, die hat unten so einen Schlitz. Und das war es auch schon. Und jetzt muss ich wirklich los, weil ich glaube, Martin ist gerade gekommen.